Hallo Mama. Hallo. Nils, geh doch schon mal dein Zimmer aufräumen. Was gibt's denn zu essen? Ratatouille. Sag mal, wer ist eigentlich Jonas? Was denn für ein Jonas? Du weißt ganz genau, wen ich meine. Mama, hast du etwa mein Tagebuch gelesen? Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Nein, natürlich nicht. Also, weißt du. Jetzt sag doch mal, woher kennst du den? Also doch. Du hast mein Tagebuch gelesen. Nein, sag mal, spinnst du? Also, dass du mir sowas überhaupt zutraust, weißt du, wie mich das verletzt? Das würde ich niemals tun. Ich würde niemals dein Tagebuch lesen. Das wäre wohl das Allerletzte. Was war denn jetzt mit Jonas letzten Samstag auf Ninas Pyjama-Party? Du hast mein Tagebuch gelesen. Gib's doch zu. Nein! Gib's zu! Nein, das kannst du mir nicht unterstellen. Ich schwöre dir, ich habe dein Tagebuch nicht gelesen. Am Samstag bei Nina auf der Pyjama-Party hat Jonas mich geküsst und seine Hand unter mein Weiter. Nils, lies weiter. Ich schwöre es dir beim Leben meiner Mutter. Ich habe dein Tagebuch nicht gelesen.